Propellerflugzeug landet auf der Düne vor Helgoland. Bild-Leser-Reporter Rainer Sempel filmt und ist schockiert. Die Maschine fliegt so tief, dass sie fast einen am Strand sitzenden Mann umreißt. Danach beschädigt sie einen Zaun. In Zeitlupe ist zu sehen, dass der Mann am Strand sich noch schnell hinlegt, um nicht getroffen zu werden. Ein Sprecher des Flugplatzes Helgoland sagte zu Bild, verletzt wurde niemand. Am Bugrad seien ein paar Kratzer gewesen. Bei näherem Hinsehen gibt es aber einige Schäden an der Maschine. Sie steht mittlerweile auf einem Flughafen in Essen, wo sie repariert werden soll.